Ja, liebe Freunde der gefestigten Entscheidung, Thomas von Veganalyse, heute mit dem Thema, wo wollt ihr stehen? Ich habe gedacht, ich nehme mal wieder ein bisschen die bessere Kamera hervor, es ist zwar nur die Webcam von meinem iMac, aber für alle Leute, die ein bisschen genug haben von diesen billigen iPhone-Videos, tut mir leid, ich hätte im Moment sonst für nicht viel Zeit, wenn ich das nicht in den Pausen irgendwie so machen würde. Heute wieder 12 bis 13 Stunden netto gearbeitet, in den Semesterferien immer viel los. Wie dem auch sei, es ist schon recht spät, ich bin ein bisschen müde, aber ich wollte es unbedingt noch kurz drehen. Ich habe vor einigen Tagen, zwei Tagen so ungefähr, auf Facebook einen äußerst interessanten offenen Brief veröffentlicht. Nicht von mir, sondern geschrieben von einem gewissen Daniel Weber, funami.de. Würde ich unbedingt mal lesen, sehr lesenswert. Und er stellt sich da einfach so die Frage, wenn man so Filme schaut von diesen Helden-Epen, oder von diesen, also ein Helden-Epos schaut, besser gesagt, von solchen Zeiten, wo viel Ungerechtigkeit geherrscht hat in der Welt. Zum Beispiel nehmen wir Schindlers Liste. Und man schaut das so an und dann denkt man sich doch, jeder denkt sich dann so, ja, auf welche Seite wäre ich da gewesen? Ich hätte da garantiert auch zu den Guten gehört. Und irgendwie stellt sich dann auch die Frage, wie er sich zu anderen Zeiten verhalten hätte. Also wäre er gegen Atomkraft gewesen in den 70er, 80er Jahren, als das akut war. Oder eben auch in den Zeiten des Nationalsozialismus, zieht da solche Parallelen. Und eigentlich ist es eine sehr gute Überlegung, weil warum sich über das aufregen oder warum sich nur darüber bewusst sein, was früher falsch war, wenn es auch heute sehr viele Dinge gibt, die offensichtlich unhaltbar sind. Und was werdet ihr den Enkeln dann erzählen, was ihr da getan habt, weil dieses Unrecht der Massentierhaltung oder der Tierhaltung allgemein ja eigentlich erkennbar ist. Ja, vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Thema, da ich immer so Produkte rede und wenig ideologisches von mir gebe, aber ich bin da durchaus schon sehr lange und immer überzeugt hinter der Sache gestanden, auch wenn ich relativ pragmatisch bin und eigentlich das Positive in den Vordergrund rücken möchte. Wie gesagt, es braucht immer beide Seiten, es braucht auch die Leute, die auf Facebook die Videos posten, wo der Kuh noch lebendig das Leder vom Leib gerissen wird oder die Küken, die geschreddert werden, die Schweine, die schlecht gehalten werden. Ja, und es braucht halt einfach auch solche Leute wie Attila Hildmann, welche es den Leuten dann mit positivem Vorleben quasi schmackhaft machen alles. Man muss sich übrigens auch als Veganer ein bisschen davor hüten, dass man irgendwie durchs Leben läuft und denkt, es sind alle anderen Idioten, weil ich habe es jetzt begriffen und warum begreifen es die anderen nicht. Ich kann nur vielleicht dazu aufrufen, erinnert euch, wie es vielleicht bei euch war, als ihr noch Fleisch gegessen habt, vielleicht diejenigen, die nicht vegetarisch aufgewachsen sind, ich glaube vegan aufgewachsen sind, kaum Leute sowieso. Und ich weiß noch, wie ich da gedacht habe, ich habe da genau die gleichen Sprüche eigentlich mal zwischendurch gemacht. Und natürlich, die Veganer, die nerven auch ein bisschen gerne. Und wenn man das nicht wirklich einsieht, dann findet man die Sprüche und die Leute ein bisschen unnötig. Also erinnert euch vielleicht auch daran, wie ihr da mal gedacht habt. Und ich glaube, ich habe, wenn ich so die Meinung hatte, hatte ich halt noch keine Ahnung von dem Zeug. Und das war dann auch nicht wirklich böse gemeint, aber das ist da so schnell mal provoziert und gesagt. Und man vertritt ja auch gerne mal eine Meinung einfach nur konträr, um ein bisschen zu provozieren. Ich glaube, man sollte es nicht so eng sehen. Ich glaube, die allerwenigsten Leute meinen das wirklich böse und auch keiner ist wirklich für die Massentierhaltung. Ich glaube, so überzeugt sind die Leute gar nicht, wie sie dann immer so tun, wenn sie damit konfrontiert werden. Es ist mehr so
Sie sind eigentlich gegen das Töten der Tiere im Großen und Ganzen, aber sie wollen eigentlich das Fleisch einfach essen. Und ja, das ist halt so. Aber ich glaube, gerade solche Leute sind gar nicht so schwierig zu erreichen. Deswegen würde ich ja von dieser negativen Einstellung ein bisschen Abstand nehmen. Auch wenn es wirklich eine sehr deprimierende Situation natürlich ist, wenn man sich für Tierrecht interessiert. Es ist halt immer so, ich habe mir auch überlegt, ich hatte sehr lange Geschichte auch im Studium oder im Gymnasium. Ja, überlegt, ja, irgendwie die Konservativen, und das hat ja jetzt nichts mit links oder rechts zu tun, sondern konservativ und liberal, das gibt es links wie rechts, die sind einfach irgendwie in der Geschichte immer auf der falschen Seite gestanden. Und ich halte es einfach auch für einen Ausdruck der Zeit, dass man sich der veganen Lebensweise annähert oder auch Leute, die das nicht so konsequent machen möchten, einfach auch ins Boot holt. Wenn man ihnen auch sagt, müsst es ja jetzt nicht von heute auf morgen 100%ig machen. Finde ich einen okayen Ansatz. Ich habe auch so begonnen. Ja, um jetzt nicht vom 100. Thema ins 1000. zu kommen, vielleicht noch mit dem Spruch abschließen: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen manche Menschen Mauern und andere Menschen Windmühlen. Und ich würde sagen, da muss man sich entscheiden, was man machen möchte. Die Zeichen stehen eindeutig auf eine veränderte Lebensweise in sehr vielen Bereichen. Und da kann man sich jetzt entweder dagegen wehren oder man kann versuchen, da mitzumachen oder einfach auch tun, was wichtig ist und richtig. Und so muss man und so muss man immer wieder überprüfen, ob man sich auch auf der richtigen Seite befindet irgendwie. Weil, ja, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht irgendwie. Ja, und vielleicht auf meinen Eingangstür steht noch ein Spruch. So, auch ganz gut. Kann man vielleicht noch sehen. Ja, sehr gut. The time is always right to do what is right. Oder was sich auch darauf reimt, bis der letzte Metzger schreit, ich werde vegan, aber ich bin noch nicht so weit. Gute Nacht, Leute, ich gehe jetzt direkt schlafen und morgen früh wieder im Reformhaus verkaufe ich die veganen Geschichten. Schlaft gut, tschüss.